Wir haben letztes Mal fast alle Module gemacht. Was willst du als erstes machen? Ich würde sagen Survival. Wenn das so ist wie das auf Diversity 2, dann Survival. Da war die Challenge nicht zu sterben, ne? Kein einziges Mal. Au. Ah. Nice. Ja, den Baum wachsen lassen. Klar, Bäume wegwachsen normalerweise so. Ich guck mal kurz die Challenges an. Die beiden Challenges, die führen. Survival Ja, das complete the ist. branch without destroying monster spawners. Ja, gut, das Das geht heißt einfach ja. Fackeln um die Spawner platzieren und Ja. gar nicht sterben. Ich denke mal, das zählt für beide. Das Ja, heißt, ich denke, das werden wir nicht hinbekommen. wenn ich sterbe, wirst du sie schon bekommen. Also. Ich hätte ja schon alleine keinen Bock, die Quest zu machen, wenn man bedenkt, dass man ja ständig essen muss. Oh, das Survival-Ding sieht aber anders aus. Es ist nicht mehr eine normale Welt, sondern es sind auch so Inseln. Skyrock. Das könnte tatsächlich interessant sein. Got tired of waiting. Went to the swamp to head into the Nether. If you want the brown wool, you can find me there. Center Island with the big obsidian portal. Hard to miss. Oh, and remember, we're all in survival mode now. If you die, you lose your stuff. Watch your hunger and watch out for those creepers. Stuff resets if you leave the branch, just so you know. Hä, also müssen wir nur in den Nether kommen? Wir müssen nicht 1000 Sachen abgeben? Ich denke mal, es ist härter als erwartet. I mean. Wir sollten uns definitiv ausrüsten. Hier fehlt Wasser. Lol. Gut, dass es regnet, sonst würde hier alles einfach verdorren. LOL! Die Random Game Ticks sind hochgestellt. Guck mal, es wächst einfach alles in ultra schnell. Ich habe gerade alles neu gepflanzt. Jo, wie geil. Voll gut. Hä, das ist wirklich auf Crack. Haben wir irgendwelche Baumaterialien oder sowas? Irgendein Sapling? Wie Wir haben sollen wir rüberkommen? Steak. Ich meine, wir haben ja, wir haben hier die Holzblöcke hier außenrum. Hab schon ein paar geklaut. Ich würde sagen, wir müssen uns rüber zur Dschungel Island bauen. Als erstes, weil da Holz ist. Warte, wir müssen zur. Was hat er gesagt? Wo ist denn das Buch? Da. Packen wir das mal hier hin. Center Island with Big Obsidian Portal. Achso, lol, das Portal ist sogar an. Wir müssen einfach nur reingehen, oder nicht? Ja, aber das. Ich denke mal, dass wir dann die Nether Fortress erkunden müssen und sonst was alles. Ja, mal gucken. Also, ich baue manchmal drüber, ne? Random Game Ticks sind halt richtig krass. Ich baue einen Block ab und der Dirt wird instant zum Gras. Es ist eine Hexe gespawnt. Die. Okay, die Hexe ist straight in den Nether gelaufen. Ja, lass sie doch. Ich schätze Der mal, Baum es ist wird abgeschmiert. permanent hier regnen. Der Baum ist gewachsen und mich einfach an die Knie gezwungen. Nice. Hier sonst noch irgendwas an Erzen? Oder habe ich jetzt. Ich glaube, ich habe tatsächlich alle Erze abbekommen. Okay, perfekt. Wir auch einmal ein Steinschwert und kommen wir drüber. Wait, what? Ist hier eine Hexe in dem Haus? Ach, Hexen lol. spawnen im Haus. Die können aber auch außerhalb des Hauses spawnen, ne? Nur mal so. Echt? Ja. Spawner haben eine ziemlich krasse Range. Ah, lol. Okay, lol, nice. Haha. Es hat sich selbst abgeworfen und mich hat nur eine Sekunde vergiftet. Okay, da hinten ist ein Iglu. Pass auf, dass du nicht schlägst, während du auf dem Boden stehst, sondern nur, wenn du gerade im Flug, im Sprung bist. Weil dann triffst du. Baue bitte das Portal ein. Soweit ich weiß, können keine Mobs in dem Mushroom-Biom spawnen, also baue ich mich mal dahin. Also keine feindlichen. Bin mir aber nicht sicher. Aber ich sehe da auch keine gerade. Und da auch nicht die letzten Nächte. Oh oh. Da ist ein Silberfisch-Spawner. Und ein Minecart fährt rum. Hey, Cube Hamster hier. Lol. Got any melons? Ach, der Typ. No, ich kann ihm seine Rüstung nicht klauen. Oh. Ich schätze mal, man kann hier den Leuten tatsächlich einfach Zeug geben. Oh lol, hier sind Redstone-Blöcke. Oh man, a melon would be perfect. Ja, schon klar. Ich habe keine Ahnung, wo man Melonen herbekommt. Ich glaube, ich baue mich hier mal in die Seite des Hauses.
Oh, hallo. Okay, was würde es aktivieren, wenn ich diesen Knopf aktiviere? Well, let's find out, I guess. Oh, ja lol. Wenn man tatsächlich in dem Haus steht und den Button aktiviert, dann fällt man in... Wir haben Bottles, ne? Ja. That should be a bottle of water. Lol, nice. Hallo Silberfische. Give this to Q Magnet and have my thanks too, friend. Was hast du bekommen? Ein Buch, was ich jetzt nehmen konnte. Okay, ich hab ein Buch. Hey Q, funny story. Know when I said I was going to the beach? Well, long story short, there is no beach. Nearly died in the desert, but our friend here rescued me. I should give him the wool, oh, oh. Jasper. Ich habe ein Problem. Not good. Okay, ich habe weniger Probleme als gerade. Alter. Oh, hallo. Ich habe rausgefunden, wo die Silberfische herkommen. Fackeln. Okay. Lol, hier ist eine Kiste. Oh, lol! Wait, ist das eine Trap Chest? Ne, ist eine normale Chest. Diamond Pickaxe mit Unbreaking 3 und Efficiency 5 zweimal. Und Diamond Axe mit Unbreaking 3 und Efficiency 5 zweimal. Lol. We got paid. Alter, ist das eine Contraption hier. Okay, ich habe keine Ahnung, was hier überhaupt der Plan war auf dieser Insel, aber ich habe auf jeden Fall alles anders gemacht. Du hast eine Melone, hast du gesagt. Schon mal angefangen. Also ich habe Melonen-Seeds. Mhm. Zack. Perfekt. Oh mein Gott, die haben seinen Kopf animiert. Ja. They thought missile was deadly. Wait till they get a load of this. Give this to Q-Magnet, you know what to do. Ja, dann gib doch da Melon Wars. Q, Melon Wars is a go. The Albatross is messaging a pork... Ich hab keine Ahnung. Porpoise with cheese. This is not a drill. Okay. Ja, Q-Magnet ist ja der im Nether ist. Also können wir das gleich machen. Naja, wir müssen bestimmt eh alle von allen Büchern haben. Na gut, sein. Ich bring das mal wieder zurück und dann baue ich mich weiter zur nächsten Insel, sobald es Tag ist. I guess wir treffen uns nachher auf der Eisinsel, weil das so die Mitte ist. Können wir machen. Hm. How convenient, dass hier like 3 Stacks Jungle Slabs sind. Lol. Den ich rüberbauen kann. Ich muss mich halt nicht nur rüberbauen, sondern auch hochbauen, damit ich nicht vom Creeper geeatet werde. Okay, das hat funktioniert. Hallo, wer bist du? Smalek. Oh, it's my birthday today. Not that you'd know. No one does apparently. Oh. Also der will wahrscheinlich einen Kuchen haben. Ich schreib's mir mal auf. You Magnet Book. Ich hab ein Skelett durch mich durch von der Klippe geschmissen. Nice. Also ich schlage ihn, er fliegt durch mich durch und fällt durch eine Klippe. Oh shit. Das war ominous. René? Ja. Was? Ich hab nur ein Oh shit gehört und dann war's weg. Ah, es ist nur ein Creeper neben mir, die da vier flogen. Achso, na dann. Warte, auf der Wüsteninsel war der Typ, der den Schneemann wollte? Oder war das der in dem Dschungel? Das war der im Dschungel. Wüste ist aber auch schon erledigt. Schnee muss ich noch einen Kaktus bringen. Das wollte ich gleich tun, nachdem ich Eisen geholt habe. Hast du irgendwas für einen Kaktus? Ich hab schon Kaktus abgebaut aus der Wüsteninsel, ja. Okay, okay. Da, achso, ja, warte, dann kann ich das mal eben machen. Weil ich hab grad nichts zu tun. Er will einen Kaktus, ne, wahrscheinlich. Warte, wer wollte Kaktus? Der Schneetyp? Schneeinsel, das wollte ich aber auch gerade an der Gleise machen, wenn ich hier fertig bin mit dem einen. Ja, aber wie gesagt, ich hab halt hier gar nichts zu tun gerade. Hast du schon die... Ja, du hast, okay, du hast die ganze Dschungelinsel erkundet. That
Shadows Ominous. Ah ja, hier sind ein paar Gegner. Warte, warst du hier schon unten am Iglo oder was? Ja, unten am Iglo ist ein NPC. Okay. Did you just? Okay. What, you're giving me a new friend? Thank you, I will tell Q Magnet about you. Here, take this and show it to Q, thank you so much. Okay. Pretty sharp. Remember Princess Prickles? I'm not sad anymore because the stranger gave me a new pet princess. You're gonna give them a present or something. Okay. Haben wir irgendwo Gold? Nein, wofür? Weil hier ein Zombie-Pigman ist. Aber wobei, wir haben auch keinen... Haben wir eine Möglichkeit, irgendwelche Tränke zu brauen? Ich hab einen Brewing Stand, ja. Ja. Weil wir könnten einen Potion of Weakness und einen Gold Apple machen. Wenn wir Gold hätten. Ich habe beides. Ah. Aber beides in dem Ding drin. Ja, dann wo bist du? Back in Base. Gib mir mal Weakness und Gold Apple. Erstmal. Zack. 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 Mach einen Kuchen. Okay. Haben wir überhaupt Federn? Kann ich überhaupt Pfeile machen? Weiß nicht, ich habe einen Pfeil gefunden. Nö, also brauche ich auch gar keinen. Kann ich auch gar nicht farmen. Mm, pack mal diese Bücher, die du bekommst, auch in die Kisten, ne? Habe ich. Okay, hast du. Gut, dann probiere ich mal den Kuchen zu bringen. Wie mache ich das mit dem Villager heilen? Ich gehe da mal rüber und versuche das mal. Ihn einfach mit einem Potion of Weakness abwerfen und ihm Goldapfel, also ihn mit einem Goldapfel rechtsklicken. Alter, holy shit! In mir ist ein Zombie gespawnt. Can you not? Alter, ich sterbe gleich. Wir sollten vielleicht schlafen. Ja. Okay. Das ist schon mal tot. Das ist auch tot. So. Das Buch habe ich jetzt. Ach nee, my birthday. None of you remembered my birthday today, but this stranger was the only one who cared and gave me a cake. What kind of friend are you? Das Ding muss ich mit der Weakness Potion splashen und... Ja genau, den rechts muss er mit der Weakness Potion splashen und dann ihm einen Goldapfel mit rechts geben. Und dann zugucken. After 3 to 5 minutes have elapsed, the zombie villager will convert into a normal villager. Ich glaube, das, was wir gerade tun, ist sowieso unnötig, weil es wahrscheinlich nichts bringt, aber egal. Ich will es wissen. Gehen wir mal. Ah, guck. Oh, jetzt hat er Trades. Er tradet Lime Wool. Das, was wir brauchen. Oder? Brauchen wir das? Nicht hier. Lol, stell dir mal vor, man könnte damit einfach einen Speedrun schießen oder so. Wäre geil, wenn er einfach Brown Wool trainen könnte. Ja, ne? Aber wir müssen auch wieder raus aus dieser Welt kommen und die Brown Wool behalten. Okay, der braucht ja noch ein bisschen. Sag mir Bescheid, wenn er was tut. Oh, okay, das war das Geräusch. Erst nochmal. Ja. Dabei ist keine Trades. Wow. Mach ich noch einen Loom? Ich mach noch einen Loom. Warum einen Loom? Das ist das Einfachste, was ich weiß, was ihnen eine Profession gibt. Yellow Wool. Ich glaube, ist doch nötig. Ich glaube, wir gehen noch weiter. Egal, ja, lass erstmal zu Q-Magnet. Vielleicht schickt er uns hierhin zurück. Excuse me. Excuse us. Hexer! Good catch. Oh mein Gott, guck mal runter. Holy shit. Ja, Bedrock. Und ein Loch in. Oh, guck mal hoch. Bedrock. Lol, Q-Magnet ist lange nicht mehr aus seinem Haus rausgekommen. Was gibt's denn hinter seinem Haus? Magma Cream, Gold Nugget und Survival Guide by Diversity 3. Lol. Welcome to the Survival Branch.
You may place this destroyed craft basically every block in the branch. However, you may not hold up. Everyone already knows how to play survival and they just complain and complain. It's too long. Boohoo, cry me a biome 3, a biome ID 7. Oh, river. Okay, verstehe. Fine, I'll take it easy. I'll make it short. I'll make the most ridiculous survival map ever made. I can just hear it now. This isn't survival. It's not even that hard. Meh, deal with it. I'm retired. See, it doesn't even matter. I don't even care what there was that there was a typo in the last page. People will just have to accept that. Cause I'm the map maker and this is my world. Oh well, not like anyone will read this book. Players hate reading, especially YouTubers. Like, if you tell them to mention the mapmaker in the video or link the mapmaker's name in their video description, they'll just pretend they didn't know. So I think it's safe to say this book will go pretty unnoticed. Not by me. Ich will in den Keller gehen. Willst du nicht erst mit... Oh, hi. ...ihm reden? Oh, ja, der ist hier unten. Okay, dann gucken wir erstmal hier. Voll die süße Küche. Ah, hier ist noch ein Kaktus. Ja, krass. Wait. Wait. Das ist tatsächlich eine Kiste. Book and Quill. Ganz viele. A Q. the Curse of Herobrine. An impure beholder brings forth a great evil. Raus hier. Lauf. Oh, ich hab ihn gekillt. I killed Hero Brian. Well, ich like for secret. Ich hab The Curse of Hero Brian aus der Kiste genommen und er ist gespawnt. Nice. Ja, das hab ich gerade bekommen. LOL. Nein, das habe ich selber gemacht. Okay. Ja, ich seh's. So, here's the deal. You help them, I help you. Solve my five friends' problems, brown wool is yours. Lapis Lazuli und Bottle of Enchanting. Oh mein Gott, wir hätten hier früher hinkommen können. Und Glass Bottles. Noch ein Advancement. LOL. Wir hätten hier echt eher hinkommen sollen. Jo. Arrow of Levitation, Alter. Wir hätten hier echt eher hinkommen sollen. Alter. Oh, und ja, Diamantrüstung. Alter. Oh Mann. Ich wette, dass es so vielen Leuten passiert. Ja. Okay, da. Oh, Jasper, I told him like 20 times we don't have a beach island in the survival branch. Thanks for helping him, though. Well, I have no idea what this means, but it sounds like he's happy. Achso, ich sollte vielleicht nochmal nachgucken. My birthday. Okay, nächstes. Of course it's Ron's birthday. We had a big surprise party planned, but you already gave him a cake. Well, at least you helped him out, I guess. Cool von CDF, man. Ich habe keine Ahnung, was seine Quest war. Das war ein Schneeball. Ha, what a guy. CDF thinks he's the Brad Pitt of Mapmaking, you know? Okay. Pretty sharp, das war der mit dem Kaktus. No, ich bin Level 27. Well, it looks like Mesh will finally stop crying over his dead plan. Thanks, it was getting a bit annoying. Ah, Mesh! Lol, mit dem habe ich sogar mal geredet. Und Brown Wool bei Q-Magnet will er anscheinend nicht haben. Did you eat something else? Warte mal, ich habe jetzt 5 Bücher abgegeben. Das heißt, uns fehlt eins. Ah, alright. The Brown Wool. I totally forgot. Okay, deal's the deal, here you go. Well, that was easy. Gib. Danke. Wir hätten echt nicht sterben müssen. Nee, echt nicht. Warte, wodurch sind wir nochmal gestorben? Ach, Hexen, die Hexen. Ja,